Recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf. Ich kann es eigentlich hier wegmachen, brauche ich ja gar nicht. Hier auf World of Tanks. Mein Gott, bin ich gerade durcheinander. Muss gerade noch ein bisschen mit der Audio spielen. So. Ja, heute seht ihr gleich. Hier sind wir schon bereit. Ich bin im Zug und zwar hat Baron Falke hat mich wieder eingerufen. Und pünktlich dazu auch Bad Luck 8D ist auch wieder dabei. Aber hat ein bisschen Probleme gegeben mit dem Zugverbinden. Ja, jetzt bin ich da. Es geht wieder los. Ich bin bereit. Und dann ab in die Schlacht. Jetzt mal gucken, wie es bei den anderen zwei ausschaut. Baron Falke ist führend mit der Mathilda. Sehr gut. Ich habe ein bisschen was an der Einstellung gemacht, am Fadenkreuz, beim Zoomen, bin aufs Zweifache gegangen. So, jetzt der Hetzer ist auch da. Okay, Stufe 4, hört sich schon mal gut an, Mathilda und Hetzer an der Seite. Da kann ich mit meinem T6 Medium gut dahinter verstecken. R2D2 ist momentan nicht am Start, aber ich denke mal, das packe ich auch mit den zwei Jungs zusammen. Und ja, Schwerpunkt. Natürlich auch danke an die Community für die zahlreichen Kommentare und Tipps. Und ja, ein Hauptfehler ist bei mir immer das Thema Schießen, Laden, Zoomen, Bewegen und so weiter. Oh, Pilzen. Pilz. Oh, das ist kein Pilz. So. Ich versuche jetzt, wie gesagt, mich ein bisschen zurückzuhalten, werde mich hinter Mathilda und dem Hetzer verstecken. Da ist er. Und bleib ein bisschen im Hintergrund und versuche mich eigentlich schön zu darauf zu konzentrieren. In die Deckung. Beim Laden in die Deckung gehen, aus dem Zoom raus und so weiter. Also, ich glaube, das kriege ich dann hin. Die Map, wie gesagt, kenne ich gar nicht, deswegen weiß ich gar nicht, wo ich mich hier verstecken soll. Bei Mathilda ist schon mal gut, wenn die vor mir sind. Noch ein Einschränkung, nein. Einfach mal in die Lücke rein. Da ist der Cruiser. Warte hier mal bitte ab, was hier so passiert. Ist da. Der Lago. Okay, den haben sie schön genommen. Schön zu fahren. Ah, aber war zu langsam.
Ah, okay, da kommt der Luftbaupanzer. Natürlich, natürlich. So. Panzer. Praktisch sieht es natürlich hier jetzt nicht so wickelnd aus. So, bleiben wir mal hier drin. Durch Aufklärung auch gut. Wo ist unsere Basis? Ist das da? Ha, der ging voll durch
Eieiei, da kam einer von hinten, ha? Und da, okay, na gut, aber einer ausgeschaltet, sehr gut. So schlecht habe ich mich wahrscheinlich nicht angestellt. So. Schade. Genau. So, jetzt mal die Werte. Also. 736. Dann gehen wir auf Erfahrung und Auszeichnungen. Ja, mittlerer Rang. Gar nicht so schlecht. Schaden. Ist okay. Ist okay. Würde ich sagen, gehen wir auf den deutschen Panzer zurück. Und gerade Verbrauchsmaterial, bauen wir noch was? Nee, das nicht. Haben wir das eigentlich alles, was man so braucht? Okay, bereit. Ich bin bereit, wenn ihr bereit seid. So, also. Für den Anfang gar nicht so schlecht, ne? Als Laut hier gegen die Großen. Hab mich auch echt lange hier auch zurückgehalten, ne? Also mit Zoom und so weiter habe ich es, glaube ich, ein bisschen besser gemacht, aber immer noch nicht perfekt. Aber ich denke mal, schlimmer ist so, erforschen. Kann ich noch was erforschen? Aktuell nicht. So, ich gehe danach auf Panzer 4 wahrscheinlich, nicht die VK. Sondern hier. Aber die muss ich auch erforschen. So, jetzt geht's los. Jetzt bin ich gespannt. Leider ohne Talk mit den Kameraden in den Panzern, aber das kriegen wir bestimmt auch noch hin. Wenn ihr mal dabei sein wollt, gerne auf mein Discord kommen. Ich habe halt gerne den Talk über Discord. Und dann kann man dann zusammen die Kämpfe koordinieren. Und bei anderen Abo da lassen. Erlenberg. Okay, gut. Kenne ich auch noch nicht. So, mal gucken. Bin jetzt auch jetzt hier. Panzer 4D. Wahrscheinlich durch die Stadt, oder? Oder links rum. Ja. Weiß ich auch nicht, wo die sich hinhängen. Los geht's! Okay. Über die Brücke wahrscheinlich. Ich hoffe, dass da nichts passiert. Da kommt schon der Panzer 5. 14T und da. Kein Durchschlag möglich. Da hinten ist auch nichts, gut.
Jetzt kann ich da nicht mehr rüberfahren, weil jetzt wäre ich da ja ganz schön offen. Also fährt wieder mal hoch. Die Stuck ist dahinter. Kriegt aber ordentlich einen ab. Und ist weg. Ist draußen. Aber in der Stadt sind welche. Das ist ja schwierig für mich. Ja? Ah, komm da. Genau, da komm da raus, komm. Komm raus. KV1 ist noch da. Von da außen rum. Jetzt kommt er da hoch irgendwo. Da bin ich aufgeklappt. Bin nicht durchschlagen, ne? Da brauche ich gar nicht hinschießen. Keine Chance, ihn zu durchschlagen. Da ist keiner mehr. Was war denn da rum? Nee, da wird keiner rum. Ist hinterm Haus. In einem Steinhaus, da habe ich doch mehr Schutz. Bin da davor gefahren, ja. Bin da gleich vorgefahren. War nicht irgendwo da. Also. Okay. Ordentlich aus hier. Thank you.
bisschen vor hier. Verdammt. Wir sind erledigt. Raus hier. Ja, dann sehe ich hinter mir her. Ja. Hinter mir rein. Eieieiei. Naja. Zurück zur Garage. Ich war sehr, sehr vorsichtig gerade. Sehr, sehr vorsichtig gerade. War noch nie auf dieser Map. Okay. Ich sag mal, ich bin mal auf jeden Fall mal bereit. So, kann ich gar nicht, wir sind ja noch im Gefecht. Dann nehmen wir den T6. Damit bin ich auf jeden Fall mal bereit. Okay, Einstellung habe ich, wie gesagt, verändert. Jetzt ist die Frage, da Reserve, das geht nicht. Ja, die Gold brauche ich jetzt nicht dafür hergeben. Wehrpass, haben wir da irgendwas? Belohnungen, nein, es gibt Anleihen. Also Stufe 5 ist auch klar. Hier die Aufträge. Erdkunde, ja, da muss ich noch eine Aufgabe noch erledigen. Gibt es wieder Kohle. Und da verdienen sie 350 Basiserfahrung in einem Gefecht. Ich denke mal, das kriege ich schon hin. Und hier das Basiserfahrung. Puh, ja. Ich hoffe, das wird heute noch klappen. Beschädigen sie 20 Fahrzeuge. Erfülle Auftrag 31 von 45 im Battle Pass. Okay, in die Garage. Hm. Der zweite ist fertig. Nicht geeignet für Duke. Ja, das weiß ich auch. Ich möchte einfach mit dem T6 jetzt, nachdem ich ja den größeren Motor habe, ein paar Sachen weiter erforschen. Aber nehmen wir mal hier die Gun. Ja. Und nehmen wir mal so. Haben wir die nicht? Hoffen. Ach so, halt, nee, geht nicht, weil ich ja gerade hier in der Breit bin. Okay. Gut. Muss ich nachher dran denken, heute gerne zu kaufen. So. Also machen wir doch das geschwind jetzt so. Und zwar erforschen. Und jetzt kann ich die kaufen. So. Und Garage. Munition. Anwenden. Und bereit. So, jetzt probieren wir mal die neue Waffe aus. So. Ja. Kein Vierer-Tabel.
Ich habe ein neues Rohr. So, wo geht's denn hin? Ah, die chinesische Mauer. So. Da waren wir schon mal. Alle stürmen sie da unten durch, glaube ich, gell? Oder waren wir links? Ich weiß es gar nicht mehr. Da bin ich Stadt. Links rum kann man auch gut fahren, gell? Und los geht's. Hätte er nicht so reinfahren müssen, nämlich. Jetzt zu der TP kommt. Okay. 28 fahren die alle da. Ich glaube nicht, dass die alle da fahren, oder? Ah, sieht so aus, als ob die alle da durchfahren. Und keiner von da unten. Ich bin gespottet, ja, das weiß ich auch. Wenn die vorfahren, kann ich auch vorfahren. Nein, ich renne ihm nicht hinterher. Sondern schön alleine machen. So, jetzt sind wir da durchgebrochen. Aber die Basis. Haben wir jetzt alle da gelassen, oder wie? Okay, meine ist verdammt schnell. Ich will da unten rum zu fahren. Und ein paar Treffer zu landen, um das noch abzuwehren. Wir haben einen Vorsprung. Unentschieden. Okay.
Weil beide gleich waren, oder? Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. So. Hat er auch nicht, aber war gar nicht gut. Ey. Ich habe nicht mal einen Schuss abgefeuert. So. Trauriger Smiley. So wird schwierig. Genau hier. Vielleicht mies. So. Ich bin bereit. Ich war zu langsam. Ich war zu langsam. E6 ist gleich Schnecke. Oh. Für die Folge soll es das gewesen sein. Bei der nächsten Schlacht seid ihr wieder mit dabei. Bis dann, euer Stefan. Ciao, ciao. Oh, schnell, schnell, schnell.